Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Gerade recht ruckelnd, warum auch immer. Die Welt hat sich eigentlich schon generiert. Ich habe das jetzt bestimmt schon 10 Minuten laden lassen hier. Okay, das wundert mich jetzt gerade sehr extrem, warum das so ruckelt. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe aber alles geschlossen. So, das kann ich auch einmal alles schließen hier. So. Dürfte eigentlich nicht passieren, dass es jetzt so ruckelt. Egal. Mal gucken, ob wie es im Laufe der Aufnahme wird. Ja, wir haben in der letzten Folge ja eine To-Do-List gemacht und die werden wir jetzt auch einmal kurz ausfüllen. Naja, kurz und kurz. Die Haustürklingel kriegen wir, glaube ich, jetzt nicht in der kurzen Zeit hin. Ich habe nämlich vor, nur eine halbe Stunde aufzunehmen, weil dann ist die 200. Folge. Da werde ich eine extra. Naja, ich verrate es noch nicht. Erntemaschine, Haustürklingel, Bäume fällen und Räume weiter. Haben wir dann Axt? Ja, eine. Ich glaube, ich crafte mir mal ein paar Äxte und dann mache ich dort hinten den Wald einmal komplett weg. Und die Erntemaschine könnten wir eigentlich in dieser Aufnahme einmal machen. Warum leckt das so extrem gerade? Ey, heute läuft echt überhaupt nichts glatt hier am Rechner. Schon gestern nicht. Oder beziehungsweise am Sonntag nicht, wo wir aufgenommen haben. Irgendwie ist momentan alles extrem buggy bei mir. Ich muss mal gucken, was los ist hier mit meinem PC. Denn normal ist das nicht. Auf keinen Fall. Jetzt habe ich da Erde reingepackt. Ich habe eine neue Maus gekriegt. Ich muss mich jetzt erstmal ein wenig dran gewöhnen. So, Sandsteintreppen. Eichholzstufen können da noch rein. So, es ist ja auch Minecraft 1.4.6 raus. Ich habe es jetzt noch nicht geupdatet. Kann auch sein, dass es daher ein bisschen am Buggen ist. Aber es glaube ich eher weniger, wenn ich ehrlich bin. Es sind coole Updates rausgekommen, beispielsweise Feuerwerke und all sowas. Ich persönlich habe es jetzt aber noch nicht geupdatet, weil ich halt die Zeit gerade nicht hatte, die neuen, also die Mods und alles rauszusuchen. Wäre ein bisschen zu viel gewesen jetzt so auf die kurze Zeit. Ich glaube, wir müssen erst die Erntemaschine machen, glaube ich, oder? So, Schärfe und ein normales Dia-Schwert. Packen wir nochmal eine Ausrüstung rein, obwohl, warte mal, hier haben wir noch Eisen. Da nehme ich mal die 19 mit. Hier haben wir noch Faden. Den können wir da mit reinhauen. Ja, so. Ich muss mich erstmal ein bisschen an die Maus gewöhnen, weil die echt sehr feinfühlig ist. So, hier packe ich dann das rein. Das Dia-Schwert, das Verzauberte packe ich da rein. Das Feuerzeug packe ich da rein. Warum habe ich eigentlich so viele Schwerter, ey? Ach ja, ich habe mich ja früher mal verbaut, ne? Hehehe. So, wo hatten wir Glas und so? Da kommt dann auch der Sandstein rein. Ich brauche doch noch ein wenig Holz. Und zwar für. Ups, falsche Taste. Ich habe jetzt schon längere Zeit kein Minecraft gespielt. Tut mir auch leid, dass da keine Folgen gekommen sind. Aber wie gesagt, es lag alles an Weihnachten. Ist ein schönes Fest. Ich will es jetzt nicht schlecht machen, aber es hat mir ganz schön die Nerven geraubt, sagen wir es mal so. Und die Lust zum Aufnehmen würde ich jetzt nicht sagen, aber die Zeit zum Aufnehmen hat es mir geraubt. Sehr extrem sogar. So, machen wir uns mal 5 Äxte. Das sollte eigentlich reichen. So, und eventuell sollten wir wirklich vielleicht als erstes die Erntemaschine machen, damit wir was zu essen haben. Ach Quack, ich mache jetzt erstmal den Holzfäller. Ich hack jetzt so viele Bäume wie möglich weg, damit Greenpeace sich wieder beschweren kann und mir die Qualität runterschrauben kann. Wie immer, so wie es jetzt eigentlich auch schon ist, was mich eigentlich relativ wundert, dass jetzt auf einmal so, naja, laggt. Kotzt mich gerade irgendwie so ein bisschen an. Egal. Wollte eigentlich heute auch ein neues Projekt starten, aber dieses neue Projekt ließ sich nicht aufnehmen. So ein Mist. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Tintensäcke.
Warum schwimmen die hier einfach so rum? Huch, da leckte das wieder. Ich könnte... abdrehen. Ja, Left 4 Dead hat ja auch nicht so gut geklappt mit dem Aufnehmen. Wir wollten eigentlich schön lange aufnehmen, dass wir jeden Tag eine Folge raushauen können. Und jetzt hängen wir da wieder mit 4 Folgen für eine Woche. Was natürlich nicht viel ist. So. Ah, ihr werdet es ja noch sehen. Die Probleme, die wir hatten. Ach du Scheiße, ein großer Baum. Und wieso geht die Framerate hier so extrem runter? Ich habe die Priorität hochgeschraubt und alles. Also irgendwie will mich mein Laptop tierisch verarschen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mein Labby aufräumen. Und es wird auch Zeit, dass ich mir endlich mal einen Computer oder sowas anlege. Ich versuche jetzt auch auf dem Computer zu sparen, weil dann habe ich solche Probleme wie jetzt gerade überhaupt nicht mehr. Es ist ja doch ein bisschen ärgerlich, weil ich möchte echt gerne eine höhere Qualität bieten können. Und, naja. Wir sehen ja, was ich hier gerade habe. Ruckelndes Bild auf einmal wieder. Ich könnte echt... Könnte ich mich aufregen über sowas, weißt du? So richtig die dicke den Kragen kriegen für... Naja, nichtsdestotrotz habt ihr schöne Weihnachten gehabt. Hat euch mein Weihnachtsspecial auch gefallen? Wie man es nimmt, es war ja auch nicht gerade eine schöne Qualität, sag ich mal. Und es lag, ich denke mal eher, es lag an meinem Rechner. Also spielen alleine konnte ich es gut, nur mit Aufnehmen hat es denn irgendwie nicht ganz geklappt. Da habe ich es mit Camtasia aufgenommen. Ich hatte flüssiges Bild und naja, ihr seht ja, was ihr gekriegt habt. Kein flüssiges Bild. So, oh scheiße, ich glaube, den brauchte ich. Naja, welcher jetzt sehen? Hab. So und so. Ja, den brauchte ich, definitiv. So und so. Komm, setzen wir da mal kurz ein Eichholz hin. So und so, damit ich hier weiter hochkommen kann. Jetzt habe ich hier eine Fliege mitten auf dem Monitor sitzen. Ist ja auch sehr schön. Irritierender schwarzer Fleck mitten auf dem Monitor. So, ich werde mich jetzt auch demnächst mal umhören wegen gute Gaming-PCs, die hoffentlich nicht ganz so teuer werden. Aber mit dem Laptop kann ich es langsam wirklich vergessen aufzunehmen. Den könnte ich dann zum Bearbeiten verwenden, zum Rendern nebenbei und hier und da. Aber fürs Aufnehmen wird das nicht mehr die Qualität sein, die ich haben möchte. Denn ich möchte ja wirklich schon eine höhere Qualität haben. Aua. Und ich möchte euch ja auch mehr bieten können. Auf jeden Fall möchte ich das. So. Dann haben wir mal eben hier so den Dschungelbaum rausgerissen. Sehr schön. So. Wie viel Holz gab denn der jetzt? 55. Schön. Ach verdammt, da oben waren noch Holzdinger. Egal, da müssen wir uns sowieso irgendwann nochmal hochgraben. Damit wir das alles wegkriegen. Denn alles kriegen wir jetzt, glaube ich, auch nicht weg. Durch die großen Bäume. Weil da ja viele kleine Äste noch mit sind. Boah, Alter, diese Lecks, die regen mich gerade richtig auf. Die Musik ist auch gerade sehr passend dafür. Ihr seht es doch selber gerade, oder? Ich habe doch kein flüssiges Bild. Also wenn es jetzt in der Aufnahme flüssig ist. Ich habe nur 7 Frames, ey. Was ist das? Das kann doch nicht normal sein. Ja, jetzt im Pausemenü, da habe ich eine richtig gute Frame. Java, 1,1 Millionen K nimmt das gerade weg. Also es kann doch nicht angehen, dass ich hier keine Qualität rausreißen kann. So, Priorität hoch. So, mache ich Fraps. Der Vorgang konnte nicht beendet werden. Der Zugriff, leck mich doch am Pisser. Egal, wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Und kaum gehe ich wieder ins Spiel, habe ich wieder eine kleine Framerate. Ah, das ist doch echt zum Kotzen. Ich kann so nicht spielen, tut mir leid, aber...
Irgendwas stimmt, weiß Gott, mit meinem PC nicht. Ich glaube, ich brauche hier irgendwie so ein... Vielleicht soll ich auch mal einfach nur meine Festplatte aufräumen. Aber ich glaube nicht, dass die Festplatte irgendwas damit zu tun hat. Das wäre ein bisschen... Weiß ich nicht. Bisschen sinnlos. Naja, eigentlich hat doch die Taste, die Festplatte ja was damit zu tun, denn er schreibt das ja jetzt gerade alles auf die Festplatte. Also muss er ja auch irgendwie eine gewisse Rate dafür haben. Alter Schwede. Also es ist nicht einfach jetzt gerade hier zu spielen und sich gleichzeitig zu freuen darüber. Kann sein, dass ich das Projekt dann erstmal leider wie das Minecraft Together pausieren muss. Wenn das so weiterhängt. Denn das will ich euch nicht andrehen. Diese schlechte Qualität möchte ich euch nicht anbieten. Ich meine, ich habe schon alles Mögliche versucht hier mit Minecraft. Die Qualität war ja immer recht hoch. Eigentlich. Oder sie hat ja auch nicht immer so geruckelt. Aber auf einmal ruckelt das wie Arsch auf Eimer hier. Das geht ja gar nicht mehr klar. Jetzt rege ich mich hier eine komplette Folge über meine Qualität hier auf. Naja. Mal gucken. Ich muss mal gucken, was da mit meinem Rechner los ist. Ich glaube, bei Folge 199 mache ich dann auch erstmal ein kleines Päuschen mit Minecraft, bis ich es hingekriegt habe. Ich will nicht, ich will jetzt nichts am Nagel hängen, also es kann sein, dass es auch gleich danach weitergeht. Aber ihr seht es ja selber gerade, es ruckelt immens. Und es liegt, glaube ich, nicht an der neuen Tastatur oder an meinem USB-Hub oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Ey, da decayt er unter mir. Irgendwas will nicht, dass ich aufnehme. Ja. So. Kaputt. Boah, es ist Nacht. Weg da. Mit. Ah. So. Und weg hier. Weiterholzen, auch wenn es Nacht ist. Mir egal. Ich ziehe das jetzt durch. So. Mal gucken, wird eine halbe Stunde wahrscheinlich nur mit Baumhacken zu tun haben. Warum auch immer. Ah ja, wegen der To-Do-List, die uns hierhin gezerrt hat, sag ich mal. So, hier ist noch ein Bäumchen. Ah, das wird Saplings geben wie Hulle, ey. Hui. Da kann ich mich schon mal freuen. Hier unten sind auch noch Bäume. Alter, wie viel haben wir denn hier gepflanzt? Sag mir mal. Also wenn ich hier das alles weg habe, dann haben wir auf jeden Fall erstmal einen Lebensvorrat an Holz. Okay, das habe ich auch schon mal gesagt, aber trotzdem hat das nicht gereicht. Naja, Holz kann man immer gebrauchen eigentlich. So, hier ist auch noch ein Baum irgendwo. Naja, genau. So. 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 Ist da auch noch ein Baum? Nee. Das täuschte gerade. Ach du Heilige. Das wird alles schweben bleiben, glaube ich. Ich glaube, da muss ich mich oben durchs Gestrüpp mal kämpfen. Hier haben wir noch einen Erdklumpen, warum auch immer, der hier hochgestapelt ist. So. Hier hinten haben wir auch noch so viele Bäume, ey. Boah. Ich hole mir erstmal alles, was hier vorne hängt. So. So, den holen wir uns auch nochmal. Sind hier dann noch mehr Holzstämme, die irgendwie im Weg sind? Jawohl, da oben. Oder nee, das ist auch der Himmel. Warum hau ich das eigentlich damit? Boah, Alter, boah. Boah. Alter, die neuen Geräusche von den Spinnen, die sind echt ekelhaft. Das fühlt sich gerade so an, als ob die an meiner Schulter hochkrabbelt, ey. Boah. Boah. Ich bin ja überhaupt kein Spinnenfreund in echt. Und dann jetzt sowas, ey. Das fühlt sich gerade an, als ob die auf meiner Schulter krabbelt und mir genau ins Ohr dieses K macht. Ekelhafte Spinne. Mach das nicht normal, ey. Wo kommt die auf einmal eigentlich her?
Alter. Voll den Herzinfarkt. Ah, so. Weg, weg. Und weg. Das ist wieder so ein riesen Ultra-Mega-Baum. Ja, da komme ich nicht mehr ran. Aber da komme ich ran. Und da kann ich noch einiges wegholzen. Ich glaube, hier muss ich mich sogar einmal hochbringen. Oder ich fackel das einfach alles ab hier, was hier drauf ist, was ich nicht mehr kriege. Ich würde gerne das Holz haben, weil, naja, Holz ist relativ kostbar eigentlich. Eigentlich sogar sehr kostbar. Okay, dann haue ich mich mal kurz hier nach oben. Jetzt haben wir schon fast zwei Äxte haben wir hier schon weggehauen. Unglaublich. So, na gut, viel auch mit Blätter. Gott, der Stamm ist ja alleine schon so hoch gewesen gerade. So, noch irgendwo, da ist noch einer. Da sind noch mehrere. Ja, super. Sonst noch irgendwo irgendwas, was hier weggehen soll. Jawohl, da unten haben wir noch. Ah, das ist wieder dumm gewesen von mir. Ein Apfel. Hauen wir hier mit dem Apfel mal ein bisschen durch die Gegend. So, dann nehmen wir auch gleich mal die nächste Axt. So, ich glaube, wir haben jetzt aber auch alles. Müssten wir eigentlich. Zumindest hier oben. Ne, hier haben wir noch was. So. Bin mal gespannt. Ja, jetzt fängt er an zu decayen. Das ist doch super. Mal gucken, ein bisschen nachhelfen. Ja, doch, oben verschwindet er auch so leicht. Dann mal schnell auf unseren Baumstamm und nach unten holzen. So. Noch mehr Holz einsammeln hier unten. Und Äpfel. Ach ja, Äpfel gibt es jetzt auch noch. Und hier hängt irgendwo eine Fledermaus. Ach, du Heilige. Dann sammeln wir doch mal einfach alles ein hier kurz. Ich weiß gar nicht, ob das noch viel ist hier oder eher weniger. Wie gesagt, ich habe jetzt die To-Do-List und ich werde sie einmal durchziehen. Damit ich mich ja nicht wieder davor drücken kann, hier diesen Wald abzuholzen. Mir ist gerade der Fuß eingeschlafen. Das ist auch sehr ekelhaft gerade. Aber naja. Mir juckt das Auge. Moment mal. Ah, so. Lalalala. So, hau ab, du. Bam. Oh, auch wieder so ein kleiner Baum. Warum können die nicht alle so groß sein? Jetzt gerade hier zumindest. So, das dürfte eigentlich alles... alles hier hinten gewesen... Och, Manu. Offenbaren sich noch die nächsten Bäume hier. So, das wird eine sehr kahle Insel, aber ich möchte auch gerne irgendwas hier hinbauen. Jetzt so mittlerweile hat sich die Framerate wieder. Ich weiß nicht, was da gerade eben los war. Ich habe, wie gesagt, schon 10 Minuten vorm Aufnehmen geladen. Also die Map geladen. Vielleicht müsste ich noch länger oder die Aufnahme einfach schon starten, während er generiert und dann einfach auf die Frame achten und dann irgendwo einspringen. Denn jetzt habe ich konstante Frames. Zwar nur kleine, aber wie man bei Left 4 Dead schon gehört hat, für meinen Rechner ist das gut. Obwohl er eigentlich höhere haben könnte. Ach, du Heilige. Da oben hängt noch so einiges. Den holen wir uns jetzt mal eben. So. Damit das hier auch decayt. Warum eigentlich decayen? Kommt das zufällig von dem Let's Player DK? Ich denke nicht. Da hinten ist auch noch Holz. Da komme ich auch ran. Sehr schön. Da haben wir auch noch Holz. Sehr schön. Da hinten haben wir noch mehr Holz. Komme ich da hoch? Ich will es nicht riskieren. Geronimo. Ach, verdammt. Auf jeden Fall hängt da oben noch Holz rum. Können wir uns auch gleich mal holen. So. Ich muss nur nebenbei hier mal die Saplings und so einsammeln. Das wäre sonst irgendwie Verschwendung. So, einmal kurz was essen. Lalala, so. Puh, da haben wir ja schon ordentlich hier weggeholzt. Und können auch ordentlich wieder neu pflanzen. Aber so ein Wald, der kommt später. Nicht hier, den machen wir vielleicht irgendwann mal so bei so einem Übergang oder sowas.
dass man erst durch den Wald stampfen muss oder erstmal durch, durch einen Berg oder sowas und da kommen dann die Bäume rundherum. Dass man auch wirklich nur durch diesen Berg geht oder was weiß ich. Irgendwas fällt mir schon ein. So. Könnte man gut bei dem Berg dort hinten machen. Und ich habe das Gefühl, mein Fuß stirbt hier langsam ab, wenn ich hier so weiter sitze. Moment, ich sitze. Ah. Einmal meinen Fuß befreien. Von der elenden Qual, die ich ihm gerade zumute. Heieiei. Das wird noch ein heiteres Geschehen hier mit den ganzen Baumstämmen da oben, die wegzukriegen. So, den komme ich noch ran, danach aber nicht mehr. Okay, irgendwie kommen wir da auch schon hoch. So. Ach, guck mal, hier haben wir den dann schon mal weg. Dann komme ich hier doch ein bisschen höher. Kann ich mich ja hier mal hochklettern. Kann ich mich ja hier mal hochklettern. Also ich mit meinem Deutsch wieder. Ist wieder herzallerliebst, wie ich hier rede. So. Schnell mal da hochhüpfen. So ein bisschen durch das Gestrüpp hochklettern hier. Genau aus dem Grunde, dass ich hier die Äste weghauen kann. Da hängt auch noch ein Ast. Aber sonst war es das hier oben, glaube ich. Hoffe ich. Ah ne, hier hinten hängen noch einige. So. Oh, da hängt aber noch einiges oben. Sehr schön, sehr schön. Haben wir doch auch gleich alles weg hier. So, ich glaube, hier oben kann ich noch ein bisschen länger bleiben. Ich will nicht runter. Ich möchte gerne hier auf der Höhe bleiben. Das ist nämlich gar nicht mal so doof. Nein, ja. Ganz schön gefährlich, hier auf dem Baum zu hantieren. Vor allem, wenn man weiß, der decayt so langsam unter sich. Okay, der hier weniger, weil das noch ein ganzer ist. Aber ich kann hier die großen Dinger hier oben endlich mal so ein wenig entfernen. Und ich mache schon wieder meine Axt sinnlos kaputt. Mensch, haltet mich doch mal ab davon. Nein. Wie denn auch?